Ja, hallo Leute und herzlich willkommen mal wieder endlich zu einem Video. Und zwar werden wir heute mal wieder mit dem Microsoft Flight Simulator spielen. Erstmal an alle Abonnenten und alle, die auch gerne Minecraft und sowas wieder sehen wollen oder die sich überhaupt fragen, was da mit meinem Kanal schon wieder los ist. Ein Video kam, da kam wieder lange nichts. Dabei wollte ich doch wieder anfangen. Ich erkläre es euch alles noch, aber bitte lasst mich dieses Video auf jeden Fall erstmal normal hochladen. Ich habe gerade so einen Bock drauf. Es kommt auf jeden Fall noch eine Erklärung, was mit dem Kanal los ist. Und ja, was wir dieses Mal auf jeden Fall machen werden, wir werden heute... Oh, das ist ja ein bisschen... Sind wir jetzt hier überhaupt in Düsseldorf? Ja, sind wir. Gut. Genau, ich mache mal eben hier die andere Kameraansicht an. Wir gehen einfach mal eben hier ins Cockpit rein. Was ich gerne machen möchte heute ist, ich möchte heute mal mit dem Airbus A320neo von Düsseldorf nach Göteborg fliegen, also Schweden. Das ist, ich weiß gar nicht, Landvetter heißt das, glaube ich, wo der Flugplatz ist. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob das wirklich Göteborg ist. Ich glaube schon. Und zwar bin ich ein kompletter Anfänger und ich hoffe, es geht nichts schief. Also bitte verzeiht mir, falls ich noch irgendwie Mist baue hier beim Fliegen. Das, was ich mal als allererstes mache, ist, ich gucke jetzt erstmal gerade, ob die ILS-Frequenz hier stimmt. Na, wo kommt man das nochmal sehen? Flightplan. Oh. Da steht gar nichts drin. Okay, ich glaube, ich sollte nochmal den Flug nochmal neu laden. Bin gleich wieder da. So, ich habe nochmal den Flug neu geladen. Ich weiß nicht, was da los war. Oh, was geht das denn so extrem jetzt auf einmal hier? Ja, also nochmal. Jetzt sind wir auch hier auf der Startbahn. Irgendwas hat da nicht geklappt. Ich check jetzt einmal eben die... Alter, ruckelt das. Das hatte ich doch vorhin nicht. Ich bin left vorne nämlich schon mal. Ich habe erst einen einzigen Flug überhaupt mit dem Airbus A320 gemacht. Ich musste mir ein Tutorial angucken, wie man das Ding überhaupt bedient. Weil ich gar nicht wusste, wie der Autopilot funktioniert. Deswegen, ich hoffe, es geht alles gut. Wo war das? Performance Page? Genau, das, was wir jetzt erstmal einstellen müssen, ist die Thrust Altitude. Die muss ja immer 1500 Fuß, meine ich, über der Luftplatz- oder Flugplatzhöhe stehen. Wir sind hier bei 125, das heißt, wir brauchen 1625, so 1630. Fliegen hier übrigens mit einer Lufthansa. Alter, was ruckelt das denn jetzt so hier? Vielleicht muss ich die Aufnahme nochmal neu starten. Das hatte ich ja, also so extrem hatte ich das jetzt aber noch nie wirklich gehabt. So, dann gucken wir nochmal eben kurz. Und zwar stellen wir das Ganze mal eben ein. 1620 steht jetzt drin. Ich gebe mal 1630 ein. Sicher ist sicher. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wofür das gut ist. Bitte erklärt mir das mal, falls sich irgendjemand damit auskennt. So, das haben wir schon mal gemacht. Das, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen hier oben für den Autopiloten die Flughöhe festlegen. Wir fliegen heute auf 34.000 Fuß. Ich glaube, das sind so ungefähr 10 Kilometer Höhe in der Luft, glaube ich. So, das haben wir schon mal. Dann müssen wir noch gucken. Ich glaube, mehr müssen wir gar nicht einstellen. Ich überlege gerade, ach, was wir uns nochmal rausschreiben müssen. Auf welcher Page waren das jetzt noch? Also erstmal die ILS-Frequenz, die stimmt. 108,50 MHz. Das ist quasi der Flughafen in Landvetter, also Göteborg. Kann man noch heller, dunkler stellen. wo ich jetzt gucken wollte, ich glaube, das war die INI-Page. Oder wo war das denn noch? Performance. Ah, hier genau, Phase. Wir können nämlich durchklicken bei Approach, was nämlich jetzt interessant ist, wenn wir dann quasi den Flughafen anfliegen. Die 145 muss ich auf jeden Fall beachten. Man muss ja diese VLS minus 10 Knoten, das heißt, wir müssen 135 Knoten quasi Geschwindigkeit einstellen, wenn wir auf dem Anflug sind, auf die Landebahn. So, das habe ich mir hier auch schon mal notiert. Da hatte ich nämlich vorhin schon nachgeschaut. So, ich glaube, dann kann man das theoretisch so lassen, aber ich starte nochmal die Aufnahme neu, weil irgendwie kommt mir das ein bisschen ruckelig gerade vor. Bis gleich. So, da geht's auch schon weiter mit der Aufnahme. Ich hoffe, dass es jetzt besser läuft. Ich glaube, jetzt läuft es ein bisschen besser. Das, was ich noch machen möchte, ist, ich spiele erstmal nicht mit Live-Wetter. Ich mache hier, habe mal wenige Wolken eingestellt. Wir können auch, weiß nicht, verstreute Wolken machen. Haben wir ein paar bisschen realistischer, so schlechtes Wetter oder durchbrochene Wolkendecke. Ich mache mal verstreute Wolken, entferne aber hier den Wind, weil ich habe keinen Bock als Anfänger Probleme nachher beim Landen zu kriegen. Das, was jetzt nur noch fehlt, bevor wir auch loslegen können, ist folgendes. Ich muss nochmal eben hier einmal meinen Controller verbinden. Ich habe leider immer noch keinen Joystick. Ich habe mir den irgendeinen Trustmaster bestellt bei Amazon und der ist jetzt aber schon lange nicht lieferbar. Also, ja, ein bisschen doof. Ich muss hier die ganze Zeit mit dem Xbox 360 Wireless Controller spielen und das ist echt scheiße, muss man ganz ehrlich sagen, mit dem Fliegen. Na komm nun, hier, hallo, Spiel. Jetzt hängt das hier wieder, oder was? Ah, jetzt Steuerung, weil was ich nämlich umstellen muss, ist jedes Mal die Todzone. Die muss ich immer auf 5% stellen. Ach, hat er noch übernommen, weil sonst... Oh, hier hat er das nicht übernommen, weil sonst spielt der Autopilot verrückt. Ich brauche gar nichts drücken am Controller, aber er
schwenkt dann nach links und rechts wie wild, als wenn er auf irgendeinen Input von dem Controller erkennt. Das ist richtig blöd, ey. So, aber Todzone 5%, das sieht gut aus. Speichern wir das Ganze mal, gehen auf zurück. Dann setze ich mal einmal nochmal hier über die Kamera die Sicht zurück. Sagen wir einmal Position zurücksetzen. So, was jetzt noch fehlt, ich habe mir das auch ein bisschen zusammengeschrieben, worauf man immer achten muss, weil ich habe ja noch keine Ahnung so richtig. Bremse muss raus und wir müssen quasi loslegen. Also, wir stehen hier mit der Lufthansa, ich ruckelt immer noch total, in Düsseldorf und legen jetzt los. Ich habe jetzt mal Vollgas gegeben und gleich geht's auch schon in die Luft. Alter, das ist mein zweiter Flug ever, den ich jetzt ohne KI fliege, den ich wirklich mit dem Autopiloten fliege. Ich hoffe, es geht gut. So, immer darauf achten, wann man steigen muss. Man muss ja immer darauf achten, wenn der zwischen dem blauen und grünen Pfeil oder irgendwas hier ist. Ich glaube, bei 140 Knoten ungefähr muss ich steigen. Genau hier zwischen diesen beiden sollte man nach oben ziehen. Auf 10 Grad, meine ich, waren das. Also jetzt so ungefähr. So, ich ziehe mal so ganz langsam hoch, dass wir hier auf die 10 Grad kommen. Oh, was ich natürlich auch noch einstellen muss, ist, ich muss die Höhe noch aktivieren. Autopilot ist an, 34.000. Fuß haben wir aktiviert, da sollte jetzt drauf steigen. Das hatte ich mir noch rausgeschrieben. Flaps müssen raus. Okay, er dreht sich, oder auch nicht. Flaps habe ich mal rausgenommen. Das Fahrwerk können wir einfahren. Hallo? Ich will das Fahrwerk einfahren. Warum geht das jetzt nicht? Ach, mit der Maustaste ging's. Komisch. So, nochmal drauf achten hier, wann wir hier diesen Trust Climb haben. Level Climb, oder wie das Ding da heißt. Das heißt, ich drehe den jetzt auf CL zurück. Den Schubregler. Und jetzt müsste es eigentlich passen. Ich glaube, mehr müssen wir gar nicht machen. Alter, was ruckelt das? Das habe ich noch nie gehabt mit dem Flugsimulator. Ich nehme vor allem mit Shadowplay auf. Eigentlich zieht das gar nicht so wirklich Performance. Ja, ist ja gut. Ich sage hier nochmal Übergabe bestätigen. Mit der Flugsicherung sprechen. So, und ich würde mal so sagen, wir machen hier einfach mal... Oh, was ich nochmal im Ausstellen könnte. Wir machen mal so eine Fensteransicht an. Ich stelle mal eben nochmal eins aus. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das war. Ich glaube, unter Verkehr, diese Namensschilder, die mache ich mal aus. Das ist ein bisschen nervig. Also, wenn man die Namen von den anderen Spielern sieht, die hier langfliegen. So, ja. Hier haben wir mal so ein bisschen aus dem Fenster einen Blick. Jetzt drehen wir eine Rechtskurve. Ich stelle mal hier auf extern 13. Das ist quasi das rechte Fenster. Was wir aber auch machen können. Guck mal, wir haben hier so einen Blick auf Düsseldorf beim Start mit unserer Lufthansa. Was das Piepen bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich kenne noch viele Sachen gar nicht und weiß nicht, was man da machen muss. Ob man überhaupt irgendwas machen muss. Ich gehe nochmal ins Cockpit einmal, um nochmal kurz zu checken. Folgte auch den Waypoints. Irgendwie nicht so ganz, oder? Er muss ja eigentlich hier, muss der Autopilot sich ausrichten hier auf diese Linie. Gut, er dreht noch nach rechts leicht, also ich glaube, er richtet sich noch aus. Ich glaube, das ist alles richtig so. Ich habe nämlich das Problem gehabt mit dem... Oh, hier, Essen, Mülheim. Ich hatte das Problem gehabt mit dem Controller, wenn ich die Todzone nicht setze, dann kann ich den Autopilot aktivieren und er dreht komplett nach rechts oder links und fällt fast vom Himmel, weil irgendwas am Controller zu stark reagiert oder so, ich weiß es auch nicht. Ich habe mir hier auch mal so Custom-Wing-Views gemacht, einmal quasi aus dem rechten Fenster, ich weiß gar nicht, wo fliegen wir gleich lang? Ach, das ist erstmal noch geradeaus, ich vergrößere mal die Karte hier mal eben so ein bisschen. Gleich kommt eine Linkskurve, okay, ich kann da auch nochmal nach rechts eben die Wing-View anmachen, Quatsch, die nach links, genau. Mülheim. Ich mache nochmal rechts. Sieht man da irgendwas Besonderes? So ein bisschen Wolken. Wir fliegen über Düsseldorf. Oder ist das jetzt überhaupt noch Düsseldorf? Ich weiß es gar nicht. Ich finde es mal interessant, wenn man so ein bisschen aus dem Fenster schaut. Hier immer so eine Wing-View hat. Ja, auf jeden Fall steigen wir. Also der Anfang. Huch, ich muss ja wieder hier. Der Anfang klappt auf jeden Fall wie geplant. Er folgt hier der. Den Wegpunkten. Wir steigen auf 34.000 Fuß, sind bei 9.700 jetzt. Die Geschwindigkeit passt. Oh, da bin ich auch froh, dass das schon mal, das ist schon mal gut. Wenn das schon mal funktioniert, dann sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter. Also, nochmal einen kleinen Blick aus dem Fenster. Ich mache aber, was ich machen werde, ist, ich werde nicht den Flug komplett ohne Pause jetzt zeigen, weil wir sind ungefähr anderthalb Stunden, glaube ich, unterwegs. Könnte ein bisschen vielleicht doch für einige langweilig werden. Deswegen werde ich gleich mal einen kleinen Schnitt reinmachen, bis wir unsere Reiseflughöhe erreicht haben.
auf 34.000 Fuß. Und dann müssen wir über den Wolken sein. Jetzt gucken wir doch mal nach links raus. Ihr könnt immer gerne in die Kommentare schreiben, guckt ihr lieber so aus den Fenstern raus, mit halt so einem Fenster hier, oder soll ich diese Wingview anmachen, die ich mir selbst erstellt habe, ohne diese Fensterscheibe hier. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wo guckt ihr eigentlich lieber raus, links oder rechts? Wart ihr überhaupt schon mal in Göteborg, also in Schweden? Also ich mache jetzt nochmal die andere Sicht wieder an. Mir persönlich gefällt das so ein bisschen besser. Ich war ja in Göteborg, war ich einmal, aber nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Schiff. Ich bin mal mit der TUI Mein Schiff 5 gefahren. War das mit der TUI? Ich bin ja in meinem Leben zweimal Kreuzfahrt gefahren. Einmal war es, glaube ich, mit... Oh, wie hieß denn das noch? War das ein AIDA oder war das irgendwas anderes? Auf jeden Fall einmal Mein Schiff 5. Ich glaube, das war die Mein Schiff 5. Da sind wir dann einmal... Genau, die AIDA war, glaube ich, nur nach Norwegen, meine ich. Und mit der Mein Schiff 5 sind wir, glaube ich, nach Dänemark und Göteborg gefahren. Also, weiß gar nicht... Kopenhagen war es jetzt, glaube ich, nicht, oder? Auf jeden Fall waren wir auch in Göteborg. War so ein Tagestrip halt. Gehst halt einmal vom Schiff runter, so eine kleine... Ja, dass man sich das ein bisschen anschaut da. Und ja, war ganz spannend auf jeden Fall. Jetzt kommt die Rechtskurve gleich. Genau, er muss ja nach... Ne, Moment mal, wir müssen noch nach links drehen. Da kommt gleich die Linkskurve noch. Ich mach schon mal eben hier... Ach, er muss sich... Ja gut, er muss natürlich manchmal drehen, um sich auszurichten. Dann mache ich nochmal eben gleich die Linksansicht an, sobald er sich wieder gerade stellt. Und ja, wart ihr auch schon mal in Schweden? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich war da immer so auf so einem Tagestrip. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was haben wir da alles noch so gesehen. Das war halt so eine Busfahrt, da konntest du halt rein. Man konnte, ja, war halt so eine Rundfahrt, ne? Da hat ja so eine Führerin, glaube ich, alles, nennt sich das Führerin, hat, glaube ich, alles erklärt, hat ein bisschen die Stadt halt gezeigt, ein bisschen in Göteborg, die Sehenswürdigkeiten. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich gerade an nichts mehr groß erinnern, ich müsste mir die Bilder anschauen, das ist schon ewig her. Ich fand es auf jeden Fall cool, ich habe mir gedacht, ja, fliegst du einfach mal hin. Und nochmal so als Info an alle, nein, ich werde nicht durchgehen, nur Flugsimulator bringen, keine Sorge, ich plane noch wirklich meinen Kanal wieder komplett umzustrukturieren, dass da der Kanalname sich ändert, dass wir... mehr als nur den Flugsimulator natürlich spielen. Minecraft will ich natürlich auch wieder spielen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das sofort wieder mache oder wann und wie oft. Ich möchte halt auch gerne nochmal andere Games, vielleicht auch ein ganz anderen Content bringen und meinen Namen auch gerne ändern. Falls ihr da auch Vorschläge habt, gerne die Kommentare damit. Ich muss mich einfach mal neu ausrichten, sage ich mal, auf YouTube. Und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, wenn auch immer noch nicht so oft Videos kommen. Es ist noch alles in Planung und ich muss erstmal wieder reinfinden. Ich muss mit der Zeit erstmal klarkommen. Momentan bin ich ja nur im Homeoffice wegen Corona. Also nicht groß auf der Arbeit. Ich mach mal die Linkssicht an. Wie weit ist das noch? Ja, wie man hier unten sieht, gleich macht er die Linkskurve. Wir sind schon auf 16.000 Fuß. 320 Knoten schnell. Habe ich das Fahrwerk ausgefahren? Ich glaube schon, ne? Ich kann da mal die externe Sicht anmachen. Bisschen mit dem Controller hier so ein bisschen... drehen. Lufthansa. Ich habe, glaube ich, den Flugnamen habe ich auf Lufthansa 7, glaube ich, geändert. Oder nur Lufthansa, weiß ich jetzt gar nicht. Wenn die ATC mit einem quatscht. Ja, ich würde mal so sagen, die Linkskurve warten wir nochmal ab und dann mache ich hier mal einen kleinen Schnitt rein, bis wir auf unserer Flughöhe sind, weil, wie gesagt, sonst wird es vielleicht dann doch auch ein bisschen zu langweilig für manche. Manche mögen es ja vielleicht auch gerne sehen, aber ich denke mal, viele finden es auch nicht so spannend, denke ich mal. Plettenberg Hühlinghausen, wo ist denn das? Es gibt übrigens auch eine Karte hier. Nur bei der Karte, da werde ich mal nicht drauf schlau. Der zeigt halt eben hier an, die Strecke, die wir halt fliegen. EDDL müsste Düsseldorf gewesen sein. Ich war ehrlich gesagt noch nie in Düsseldorf. Und das sind halt diese ganzen Codes hier, diese ganzen Waypoints und Flughafencodes und alles. Es dreht halt die Linkskurve. Wir fliegen halt quasi hier einmal rüber. Das ist ja, glaube ich, alles noch Deutschland, meine ich. Ich glaube, hier fängt irgendwo Dänemark an, wenn ich mich nicht irre. Das ist, glaube ich, auch noch Dänemark. Das ist, glaube ich, auch noch Dänemark. Oder ist das schon Schweden? Ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwo hier ist ja Kopenhagen, meine ich. Und da oben ist dann halt Göteborg oder beziehungsweise Landvetter. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gerade gar nicht Landvetter, ob der Flughafen einfach nur so heißt oder ob es gar nicht Göteborg ist. Ich meine, das müsste Göteborg sein. Code ist ESGG. Ich kann das ja mal googeln gleich. Soll ich das mal machen? Während er hier die Linkskurve fliegt, kann ich ja mal eingeben. ESGG. Airport, Flughafen in Schweden, Göteborg, Landvetter, ja, dann heißt er einfach Landvetter irgendwie, das ist Göteborg auf jeden Fall in Schweden. Ja, ich freue mich schon, ich würde mal so sagen, dann mache ich hier gleich mal einen Schnitt rein und wir sehen uns dann wieder, wenn wir quasi, ja, unsere Reiseflughöhe erreicht haben. Ich werde mal so ein bisschen dann, ja, was zeigen, so wie wir da so fliegen und ich hoffe, dass nachher die Landung auch glückt. Dann bis später, Leute!
Ach Leute, da fällt mir gerade ein, wir sollten vielleicht mal Anti-Eis einschalten. Oh Gott, hoffentlich klappt das überhaupt, sonst kann das sein, dass wir Probleme nachher beim Steigen haben. Wir sind auf 22.000 Fuß, das geht anscheinend auch alles noch hier. Wir sehen da die Temperatur minus 9, minus 30 Grad, glaube ich, draußen am Flugzeug. Wenn das so stimmt, ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, was TAT bedeutet. Das ist, glaube ich, die Temperatur. Ich habe keine Ahnung. Ihr müsst mich mal aufklären, wenn ihr euch auskennt. Auf jeden Fall müssen wir die Anti-Eis aktivieren, habe ich jetzt mal gemacht. Hier für einmal die Flügel, die beiden Triebwerke und für die Scheibe. Ich glaube, zumindest für die Triebwerke sollte man es machen. Sonst haben wir nachher Schwierigkeiten zu steigen. Gerade wenn es hier auf die über 30.000 Fuß geht. Aber wie man sieht, wir sind schon über den Wolken. Finde ich ziemlich cool. Man kann hier auch mal aus dem Cockpit so ein bisschen rausgucken. Finde ich auch ganz nett. Wir können auch mal eben die externe Sicht anmachen. Dann sehen wir quasi hier unsere Lufthansa. Die wir von Düsseldorf uns auf den Weg nach Schweden, nach Göteborg machen. Sehr cool. Ich habe hier, das ist die Livery Lufthansa aus dem Megapack Version 12. Müsste das mal nicht sein. Ja, ich find's cool. Ich mache ja nochmal dann wieder einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns, wenn wir auf unserer Reiseflughöhe von 34.000 Fuß uns befinden. So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt gleich fast unsere Reiseflughöhe von 34.000 Fuß beziehungsweise rund 10 Kilometern Flughöhe erreicht und wünschen Ihnen nun einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Gleich kommen wir mit Essen vorbei und Sie können sich auch Getränke kaufen. Und ja, Sie dürfen sich nun frei im Flugzeug bewegen. Die Anschnallzeichen sind nun aus. Viel Spaß bei uns an Bord der Lufthansa. Ja, Leute, eigentlich, also erstmal kann ich das gar nicht. Gut, wir sind immer noch nicht auf 34.000. Ich glaube, das liegt aber auch, vielleicht liegt es daran, weil ich Anti-Eis zu spät eingeschaltet habe. Oder es liegt einfach daran, weil er vielleicht wirklich einfach so langsam steigt in der Höhe. Wir sind jetzt bei dem Raypoint. Wo sind wir jetzt? Ach du Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Ripso? Geht er jetzt runter? Irgendwas hat er doch gerade gemacht. Der wird langsamer. Könnte vielleicht auch an der Höhe liegen, dass er jetzt ein bisschen runtergeht vielleicht. Von der Geschwindigkeit. Eigentlich muss er doch in diesem Dreieck sein. Ich habe ja eigentlich nur gescrollt hier. Ich hoffe mal, dass alles gut ist. Wir sind bei dem Waypoint Ripso. Ich mache nochmal Position zurücksetzen hier im Cockpit. Ich glaube, es ist noch alles gut. Wir können auch mal auf der Karte nochmal eben kurz einmal gucken hier, wo wir denn jetzt eigentlich sind. Also ich habe eben auch schon mal geschaut. Düsseldorf war hier. EDDL meine ich zumindest. Habe ich das irgendwo aufgeschrieben? Ich glaube, er dreht an der Linkskurve. Gut. Also das heißt, da sind wir gestartet. Nun sind wir hier. Ripso, ich weiß gar nicht, ich glaube, das könnte jetzt schon Dänemark sein. EDDH war, glaube ich, Hamburg. Wenn das falsch ist, dann große Sorry. Aber ich glaube, hier fängt Dänemark irgendwo an. Es ist auf dieser Karte schwer zu erkennen und ich kenne mich sowieso geografisch nicht so gut aus. Toll, jetzt habe ich meinen Monitor angespuckt. Geil, geil, geil. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf 34.000 Fuß Höhe. Jetzt haben wir die Reiseflughöhe erreicht. Ich habe eben eigentlich, wollte ich diesen Schalter hier drücken, weil ich glaube, wenn man den drückt, kommt dieses Bing-Geräusch. Also wenn man halt eine Durchsage macht, geht irgendwie nicht inoperable. Keine Ahnung, woran das liegt. Könnt ihr mir mal gern schreiben. Also an alle, die sich damit auskennen. Was man aber machen kann, ist, wir können die Seatbelt-Signs einschalten, genauso wie die No-Smoking-Signs. Aber ich meine, gut, No-Smoking sollte eigentlich immer an sein vielleicht, aber die können jetzt aus wieder. War ja sehr toll, weil ich meine, wir sind ja nun in der Luft. Wir sind ja jetzt in der Reiseflughöhe 34.000 Fuß. Ich mache hier mal die Karte nochmal zu. Ach genau, was ich ausgerechnet hatte, der Punkt ALS und zwischen Gotex. Irgendwo dazwischen müssen wir anfangen mit sinken auf die Höhe 3.500 Fuß. Man muss ja immer die Flugplatzhöhe, das sind 500 Fuß in Göteborg, rund 500 Fuß, plus 3.000 Fuß einstellen. Zumindest habe ich das so dank dem YouTuber JD gelernt, der hat mal ein Tutorial gemacht. Für absolute Einsteiger, wie man dann diesen Airbus A320neo fliegt. Und ja, also
Ich richte mich einfach mal danach. Bisher hat es funktioniert im ersten Flug. Kritisch schwitzen nur mit der Landung. Ich habe immer ein bisschen Schiss. Ja, wenn ich den irgendwie zu spät oder zu früh hochziehe oder keine Ahnung, dass das voll daneben geht. Aber bis jetzt klappt's. Wir gucken einfach nochmal eben hier aus dem Fenster. Machen einmal hier so eine Sicht wieder. Den können wir mal schließen, die Karte. Na, so über Dänemark würde ich jetzt mal sagen, sind wir in unserer Reiseflughöhe. Man sieht nicht so viel, ein paar Wolken. Wie gesagt, die habe ich nur eingespielt, weil Live-Wetter kannst vergessen. Das ist ein bisschen mit dem Wind, mag ich noch nicht spielen, wegen der Landung. Da habe ich ein bisschen Schiss. Dass ich dann irgendwie von der Landebahn abkomme oder so. Anderes Fenster nochmal links. Ne, da ist das Meer und ich meine, irgendwo hier muss dann Dänemark kommen. Vielleicht sind wir auch schon über Dänemark. Kann man es denn jetzt erkennen auf der Karte? Du könntest schon Dänemarks... Ja, EDX... Puh, ist EDXK nicht auch noch in Deutschland? Oh, ich weiß es nicht. Ich müsste dich jetzt googeln. Ich glaube, das ist schon Dänemark. Falls nicht, dann ein großes Sorry. Wie gesagt, ich kenne mich allgemein geografisch nicht so gut aus. Und mit dieser Karte komme ich eh nicht so wirklich klar. Wenn es so eine Karte hier geben würde, wo auch richtig die Länder stehen, wäre viel geiler, finde ich. Aber gut, ich sollte vielleicht auch einfach mal ein bisschen Geografie lernen. Ja, auf jeden Fall fliegen wir. Ich kann ja nochmal die Ansicht hier aus dem Fenster anmachen. Einmal links. Die Sonne geht langsam unter. Ich spiele ja übrigens mit Live-Zeit. Also Wetter habe ich jetzt nicht live eingestellt, aber Live-Zeit. Wir haben 16.05 Uhr gerade. Gut, eigentlich 16.06 Uhr. Puh, ja gut, die eine Minute. 2. Januar. Das Video wird wahrscheinlich später kommen, muss ich mal gucken. Das heißt, wir werden dann schon im recht dunkeln wahrscheinlich nachher landen. Ja, dann mache ich nochmal die rechte Kameraansicht nochmal an, würde ich mal so sagen. Hier sieht man auch nochmal so ein bisschen was. Ich liebe es ja wirklich immer zu fliegen. Also momentan mit Corona ist natürlich nicht so geil, kannst nicht wirklich weg in Urlaub. Jetzt werde ich auch schon müde. Aber es bringt einfach Spaß. Ich liebe Fliegen, wirklich. Also als Passagier fliege ich richtig gerne mit dem Flugzeug. Früher wollte ich auch mal Pilot werden, dann irgendwann doch nicht mehr. Ich meine, wenn ich jetzt so sehe, was man da alles beachten muss, ich glaube, Pilot ist auch nicht wirklich mein Job. Ich bin schon happy als ITler, aber ich meine so für, ja, so hobbymäßig im Simulator. Ich meine, ich muss das ja noch lernen. Das ist mein zweiter Flug überhaupt und vielleicht mache ich auch noch vieles falsch. Zum Beispiel bei dem ersten Flug, den habe ich vom YouTuber JD einfach sein Tutorial nachgeflogen von Düsseldorf auch nach Brüssel. War jetzt nicht so weit, Ich weiß noch immer nicht, wann man dann sinken muss. Wenn man sinken muss schon. Ich glaube so 100 nautische Meilen ungefähr vom Flughafen, meine ich. Man muss sich das halt vorher ausrechnen, wenn man den Flugplan erstellt. Und ja, da muss man halt so drauf achten auf solche Sachen. Was ich nochmal nicht weiß, ist, man muss so den Approach-Modus anschalten vom Autopiloten. Das musst du ja, glaube ich, wenn dieser Glidescope kommt, nennt sich das, meine ich. Der YouTuber JD hat gesagt, zwischen 20 und 15 nautischen Meilen Entfernung zur Landebahn sollte man das einschalten und dann kommen halt die ganzen Sachen mit Landeklappen und hier Fahrwerk ausfahren und hast du nicht gesehen und so. Naja, ich würde mal so sagen, schalten wir nochmal aus andere Fenster kurz und dann mache ich hier gleich mal wieder einen Schnitt rein, bis wir ein Stück weiter sind. Auf jeden Fall sind wir auf unserer Reiseflughöhe. Sehr geil, ich freue mich richtig, dass das schon mal geklappt hat hier im zweiten Flug, den ich jemals überhaupt mache. Ich bin nämlich vorher immer mit der KI-Steuerung geflogen. Haben sie hier. Die schalte ich jetzt nicht ein. Ich bin immer komplett volle Kanne mit KI geflogen, aber das kannst du vergessen, weil der macht so komische. Erstmal ist er ziemlich schnell, dann fliegt er merkwürdige Kurven, also das erklärt sich mir irgendwie alles gar nicht. Und er landet irgendwie meiner Meinung nach zu spät. Manchmal fliegt er beim Flughafen einfach hinweg und landet gar nicht. Manchmal fliegt er drüber hinweg und sagt Missed Approach und fliegt nochmal neu an. Und das Problem ist, dass in gefühlt 85% der Landungen das Flugzeug einfach neben der Landebahn landet. Zu weit links, zu weit rechts und das immer extrem und das ist... Kannst du nicht machen. Ich meine, da muss man halt so fliegen mit Autopilot. Ich musste das jetzt einfach mal lernen. Und ja, hier unten sehen wir... Ich weiß nicht, Dänemark, glaube ich. ja, hier ist der Punkt ALS. Wie gesagt, so kurz danach irgendwann sollte ich anfangen zu landen. Ich weiß noch nicht wann. Gotex ist nämlich viel zu spät im Landen, habe ich gesehen und... Der Punkt ALS, hatte ich mir rausgerechnet, ist glaube ich 196 nautische Meilen vom Flughafen entfernt. Das ist glaube ich dann doch ein bisschen zu früh. Naja, ich würde mal so sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, Leute.
So, meine Damen und Herren, wir bitten Sie nun, Ihre Sitzposition wieder einzunehmen, sich fest anzuschnallen und den Sicherheitsgurt anzulegen. Bitte laufen Sie nicht mehr im Flugzeug herum. Wir werden nun mit dem Sinkflug beginnen. Und ja. Genau, Leute, ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht doch ein bisschen zu früh war, aber ich habe ein bisschen Schiss, dass ich auch zu spät sinke. Wir sind gerade mal so ein Stück hier. Also ich meine, ich bin 110 nautische Meilen, glaube ich, von dem Punkt Gore-Tex entfernt und wir fliegen ja hier noch so eine Kurve. Ich meine, es reicht, glaube ich, so 100 nautische Meilen vor Flugplatz mit dem Sinken zu beginnen. Ich glaube, das ist wirklich zu früh gewesen. Corona, nein. Aber ich habe, ehrlich gesagt, das ist mein zweiter Flug. Ich habe Schiss, dass ich dann doch zu spät unten bin. Ich muss das erstmal alles üben. Bitte verzeiht mir da. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben an alle, die sich auskennen. Ab wann hätte ich anfangen müssen oder wie viele nautische Meilen vor dem Flughafen sollte man anfangen mit dem Landen? Wie gesagt, das Problem ist, hier ist ALS, sind glaube ich 196 nautische Meilen Entfernung und das ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr, bei Gore-Tex ist glaube ich, ich glaube minus 140 oder irgendwas. Also auf jeden Fall ist das bei Gore-Tex schon viel zu spät und ich weiß halt nicht, wie ich rausrechne, wann dazwischen jetzt, ja, weil wie gesagt, ich habe so ausgerechnet, ich sollte so ungefähr 136 nautische Meilen vor dem Flughafen sinken. Ich weiß nicht, ob stimmt. Vielleicht reicht auch 100. Bei 196, wie habe ich das denn gerechnet? Ich habe die 34.000 Fuß Flughöhe mal 4.000 gerechnet. Das sind 136.000 Fuß, also 136 nautische Meilen. So habe ich es gelernt, halt im Tutorial von JD. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so immer richtig ist. Wie gesagt, bitte verzeiht mir, falls es doch zu früh war mit dem Sinken. Aber es kann jetzt ja auch nicht schaden. Ne? Also wir fliegen jetzt hier immer weiter. Das muss safe schon Dänemark sein. Ich mache hier nochmal wieder, würde ich mal so sagen, einmal nochmal nach links kurz und gleich gucken wir nochmal nach rechts und dann mache ich wieder einen Schnitt, bis wir quasi, ja, so nah an den 3500 Fuß sind gleich. Wie gesagt, nochmal, das sieht schön aus, die Sonne geht unter, wir werden also im Dunkeln landen. Ich kann die Zeit natürlich auch wieder heller, also früher einstellen, dass es heller ist. Müssen wir gleich mal gucken. Und ich hoffe auch, dass ich mich normal anhöre. Mein Popschutz ist nämlich kaputt gegangen vom Mikrofon. Also ich muss gerade ohne aufnehmen. Könnte sein, dass sich das ein bisschen störanfällig anhört, sag ich mal so. Ja, da würde ich mal so sagen, guck nochmal ein bisschen aus dem Fenster. Ich mache nochmal rechts einmal kurz. Sieht man jetzt nicht allzu viel. Links. Ja, dann würde ich mal so sagen, gleich, ja, sehen wir uns dann wieder. Okay, Leute, man sieht jetzt nicht allzu viel. Wir fliegen die ganze Zeit durch eine Wolkendecke. Wir sind wirklich ein bisschen früh gesunken. Oder was heißt wir? Ich bin ja hier so blöd. Ihr habt es ja gar nicht gemacht. Jetzt sind wir die ganze Zeit auf 3500 Fuß und wir sind gerade mal, naja, noch vor Gore-Tex. Also es ist noch ein kleines Stückchen bis zur Landebahn. Und jetzt sind wir schon hier auf, ich weiß gar nicht, 3500 Fuß. Wie viele Meter sind das? Oder Kilometer? Einer oder so? Also das ist auf jeden Fall nicht hoch. Ja, war doch ein bisschen früh und wir fliegen hier die ganze Zeit durch Wolken durch. Aber was willst du machen? Man sieht nicht so viel. Oh je, mine. Und vor allem, es wird dunkel. Ich fände es cool mit den ganzen Lichtern hier. Da oben fliegt, glaube ich, auch ein Flugzeug lang. Ja, ich bin am Überlegen, wenn wir gelandet sind in Göteborg, wenn das denn klappt, dass ich dann vielleicht tatsächlich mal wieder zurückdrehe die Zeit, dass man auch ein bisschen was sieht. Das ist ja sonst auch doof, weil das war jetzt nicht so geplant. Ich wollte so nach Live-Zeit fliegen, aber jetzt ist natürlich auch hier, ist auch dunkel in Deutschland jetzt. Sonne geht gerade, also ist schon dabei unterzugehen, man sieht nicht mehr viel. Ist natürlich beim Landen auch ein bisschen blöd, wenn du nichts richtig siehst. Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich drehe das jetzt schon mal, oder? Mache ich das jetzt schon wieder auf früher? Weil man sieht ja gar nichts, das ist ja doof. Wisst ihr was? Ich drehe das, glaube ich, jetzt mal 2 Stunden zurück. So, 14.46 Uhr, oder machen wir mal so, ein bisschen später kann man ja machen. Oder ich mache live. Wir stellen das gleich anders ein.
Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, wir befinden uns im Landeanflug so langsam. Ich habe mal eben ganz kurz einmal den Xbox 360 Controller, den Wireless Controller wieder verbunden. Was tut er da? Ich mache mal eben den Autopiloten nochmal aus, richte ihn nochmal wieder aus. Irgendwas ist da schief gelaufen. Er folgt nämlich nicht dem Pfad, den ich eingestellt. Scheiße. Puh, das war so ein bisschen meine Angst, muss ich dazu sagen, dass da irgendwas schief geht. Ich stelle den nochmal im Neutral und aktiviere den Autopiloten wieder. Er dreht. Sollte jetzt dem Punkt eigentlich wieder folgen, hoffe ich mal. Bitte lass es funktionieren. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht, der hat immer scheinbar Probleme, wenn ich den... Der Controller geht ja aus. Das ist ja ein Funkcontroller, also Wireless. Mit Batterien muss ja reinstecken. Und wenn man den wieder einschaltet, muss ich die Todzone neu setzen auf 5%, weil sonst wieder alles abspackt. Und irgendwie war das gerade schon wieder so ein bisschen. So, müssen wir gucken, dass wir den Approach-Modus aktivieren. Wir sind jetzt hier so 16 nautische Meilen. Das ist zwar der Flughafen, aber wir drehen ja hier so eine kleine Kurve. Von daher noch brauchen wir es, glaube ich, nicht unbedingt machen. Ich guck mal gerade externe Ansicht. Ne? Da ist Schweden. Bei Nacht kann man so sagen, wenn man so will. Ich mache mal eben wieder Cockpit an. Ich denke mal, wenn wir hier so 10 stehen haben, oder vielleicht ein bisschen früher auch schon. Weiß nicht, ob wir das jetzt schon einschalten können. Das sind nämlich so Sachen, die muss ich auf jeden Fall noch lernen. Ein Stückchen ist es ja noch zu fliegen. Weil, wie gesagt, wir fliegen in die Kurve, wir fliegen jetzt nicht direkt. Was mich auch wundert ist, bei dem Testflug von Düsseldorf nach Brüssel hatte ich hier gesehen, die nautische Meilen Entfernung zum Flughafen. Jetzt zeigt er sie nicht an, vielleicht weil wir hier eine Kurve fliegen müssen. Das kann natürlich gut sein. Mache ich den ja schon an? Ich meine, ich glaube, ich muss den ja erst aktivieren in Approach, wenn dieser Glidescope, also dieser Diamant hier quasi kommt. Warten wir einfach mal ab. Noch fliegen wir ja so ein Stück. Ich kann ja nochmal einen Cut sonst machen, bis wir gleich soweit sind. Jo Leute, da hinten ist schon die Landebahn, da müssen wir landen. Ich bin so gespannt, ob es funktioniert. Hier fliegen wir auch nochmal über Göteborg, über die Stadt. Ich mache nochmal wieder links einmal das Fenster. Da ist auch ein Flughafen scheinbar. Kann man auch sehen, gut, dass der Flügel verdeckt das jetzt gerade. Ja, wie gesagt, ich sollte gleich mal die Zeit auf Tag wieder stellen. Jetzt muss ich gucken, der dürfte jetzt eigentlich wieder immer weiter entfernt sein, wenn er hier immer wieder von weg fliegt. Hier der Glidescope kommt. Ich glaube, ich schalte den jetzt mal ein. Localizer und Approach Modus. So, und wenn dieser Glidescope, nennt sich das glaube ich, wenn der hier in der Mitte ist, dann fängt er nämlich an zu sinken, dreht glaube ich die Geschwindigkeit runter und dann müssten wir eigentlich so, ja, landen können. Ich weiß gar nicht, mache ich jetzt schon mal die erste Landeklappe rein? Ich würde mal sagen, ja. Ich glaube, schaden kann es jetzt nicht so, ne? Meine ich zumindestens. Und jetzt warte ich aber nochmal ein Stück mit den nächsten. Er geht runter, okay. Okay, ich hoffe, das ist alles so richtig. Tja, ich bin so ein Bruchpilot. Ich hoffe nicht Bruchpilot. Wie man hier auf der Karte sieht, wir drehen uns immer weiter. Ich meine, ich kann die eigentlich mal schließen. Weil wir haben ja hier auch sowieso die Karte, wo wir halt lang fliegen müssen. Ich fahre schon mal das Fahrwerk aus, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen früh, aber... Genau, was ich auch machen möchte, ich stelle diese Bremse, das war glaube ich dieser Punkt, genau, Bremsautomatik auf Mittel, habe ich auch durch das Tutorial gelernt oder durch dem Tutorial gelernt, denn dann bremst er auch automatisch schon so ein bisschen ab, wenn wir auf dem Boden gelandet sind, da muss ich mich da auch nicht um so viele Sachen kümmern, ich bin ja noch Anfänger. So, was wir jetzt auch schon mal machen können, ich glaube, wir können auch schon mal, was fehlt denn jetzt noch? Ja gut, die Landeklappen glaube ich noch ein Stück weiter ausfahren.
Ich weiß nicht, ob das jetzt schon Sinn macht, der hat den Glidescope noch nicht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon machen sollte, weil er muss ja die Kurve erstmal fliegen. Wie weit sind wir denn weg? 11 nordische Meilen? Ich glaube, das muss jetzt noch nicht sein. Wie gesagt, das ist die Landebahn auf jeden Fall. Das ist sie wieder weiter weg, weil wir ja halt uns gerade von weg bewegen und die Kurve drehen müssen. Ich glaube, also ich habe gelernt, so bei 8 nordischen Meilen sollte man halt den Rest auch einstellen mit 2, 3 und 4 Flaps. Also, dass man die Landeklappen komplett ausfährt. Noch drehen wir die Kurve nicht, deswegen machen wir einfach nochmal hier und so ein bisschen Fensterview. Man kann natürlich auch im Cockpit einfach wieder die andere Sicht anmachen. Hier siehst du jetzt auch nicht so viel. Ist halt dunkel. Aber ich stelle gleich wieder auf Tag, wenn wir gelandet sind. Ich will es jetzt mal gerne ausprobieren, ob es klappt mit Landen bei Nacht. So, der Gleitskopf geht wieder weg, weil er muss halt erstmal drehen. Und wenn wir gleich wieder Richtung der Landebahn fliegen, dann sollte er eigentlich gleich wiederkommen. Hoffe ich doch mal. Das ist jetzt echt spannend mit der Landung. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das schief geht. Ich drücke auch ab und zu mal hier auf den Controller, auf den Knopf. Einfach nur, dass der nicht wieder ausgeht, sonst muss ich den wieder neu verbinden und dann habe ich wieder das Problem, dass der irgendwie hier alles durcheinander bringt. Ich darf jetzt nicht den Steuerstick da am Joystick bewegen, sonst gerade bei dieser Kurve ist das nicht so geil, denke ich mal. So, wie viel sind wir denn jetzt noch? Was steht da? 13 nordische Meilen? Ja, das wird gleich wieder ruckschlagartig wieder weniger werden, wenn er die Kurve gedreht hat. Boah, es ist aber echt dunkel, ey. Ich glaube, ich sollte nie bei Nacht fliegen, wenn ich das so aufnehme. Ich hoffe, ihr seid auch noch dabei. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig. Und ja gut, ich bin wie gesagt viel zu früh gesunken, denn wir sind jetzt ziemlich lange. Wir sind jetzt im Prinzip schon seit, wir sind jetzt hier oben und sind, glaube ich, seit irgendwo, weiß nicht, irgendwo hier vor Gotex war er schon unten auf 3500. Das ist wirklich viel zu früh gewesen. Naja, man muss es erstmal lernen. Wir drehen die Kurve. Ich mache nochmal hier so ein bisschen Schaufensterview. Also, ja, sieht man natürlich auch nicht so viel. Müsste eigentlich noch weiter drehen, die Kurve. Ja, dreht sie gleich noch weiter. Gleich geht hier so richtig einmal so eine Runde. Und ich hoffe, dass es klappt. Nochmal ab und zu. Hier, ne, und so. Die Sicht mal umstellen mit dem Controller. Also ich drücke hier mal den Knopf, dass der nicht ausgeht einfach. Ich habe so ein bisschen Schiss. Da ist die Landebahn, da werden wir landen. Oh, ob das funktioniert? Ob das funktioniert, Leute? Wir fliegen über Göteborg. Über Schweden. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das mit dem Landen nicht klappt. Aber ich meine, allzu viel kann jetzt auch nicht schief gehen. Ich glaube, das, was halt schief gehen kann, ist, dass ich nicht richtig, dass ich falsch beim Landen irgendwie die Nase hochhebe und dann bounce der, also hüpft der so und dann haben wir gar alles verloren oder so. Abwarten. Noch muss ich nicht. Wie gesagt, wir sind noch bei 13. Wie gesagt, ich denke mal so bei 8 oder ich mache bei 10, glaube ich, mache ich das mal, dass ich die Landeklappen komplett ausfahre, weil dann fehlt wirklich nicht mehr viel. Ich zitter gerade so ein bisschen, das ist ein bisschen... Ich bin voll aufgeregt. Adrenalinstoß. Nee, ich glaube, das ist nämlich wirklich so. Ich habe immer... Ich weiß gar nicht, das sage ich beim Zocken sowieso. Auch wenn ich so Kampfspiele spiele, auch bei Star Wars, Jedi Fallen Order, wo du halt kämpfen musst. Ich bin... Einmal hatte ich einen Puls von 130. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht so gut. Aber ich bin halt immer voll aufgeregt dann, wenn irgend sowas kommt, wo man halt so richtig aufpassen muss. Ja. Jetzt gucke ich nochmal links eben aus dem Fenster, würde ich mal so sagen. Sieht man aber auch nicht so viel. Ich kann natürlich auch die andere Wingview nochmal anmachen. Ich traue mich jetzt nur gerade, ehrlich gesagt, nicht so viel hier umzustellen. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Er dreht hier langsam auf die Landebahn zu. Ich glaube, ich mache jetzt schon mal Flaps 2 und den Rest mache ich dann ein bisschen später. Ich weiß nicht, wann man das machen muss. Vielleicht reicht es ja sogar auch kurz vorm Flughafen, keine Ahnung. Können die übrigens auch schon mal die Geschwindigkeit eindrehen. Ich habe ja gesagt, 135 Knoten müssen wir fliegen, wenn wir... Oh, nicht so schnell, 135, aber noch nicht jetzt aktivieren, wenn wir so 5 nautische Meilen vom Flughafen sind. Das habe ich auch durch JD gelernt. Ich glaube, der wird mein Video sowieso nie sehen, falls doch. Vielen, vielen Dank für das Tutorial. Ohne dich könnte ich jetzt nicht fliegen. Gut, ich meine, es gibt noch viele andere, die auch Tutorials machen, aber das ist jetzt so seins, habe ich jetzt als erstes gesehen, fand ich gut. Der Glidescope kommt. Das heißt, er müsste jetzt langsam sinken. Jetzt machen wir nochmal Flaps 3 und Flaps voll. Also Landeklappen komplett ausgefahren. So, ich mache mal im Kurs nochmal Position zurücksetzen hier. Drück nochmal auf den Joystick rauf. Habe ich die... Ja, die Räder sind ausgefahren, sehr gut. Er sinkt. Fliegen wir denn auf uns... Fliegen wir drauf zu? Müsste der nicht eigentlich drehen?
Doch, er dreht ja langsam. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das nicht klappt, aber der richtet sich doch langsam aus. Nochmal drücken hier, dass er nicht ausgeht. Oh, schon 2500, okay. Das ist die Höhe unterm Boden. Überm Boden, unterm Boden. Ich bin so blöd. Ich mache den jetzt noch nicht auf Speed 135. Ich warte nochmal eben einen Moment. Ich mache mal so bei, weiß nicht, so irgendwo unter 6 oder so vielleicht. Wir fliegen auf jeden Fall direkt auf die Landebahn zu. Das ist sehr gut. Mein Herz klopft voll. Ich habe halt Schiss, dass ich es verkacke. Das ist das ganze Video von Eimer. Naja, das beleuchtete Göteborg, Schweden. Wie gesagt, ich mache gleich noch, keine Sorge, ich mache gleich die Dings, ich mache das gleich mal wieder auf Tag. So, soll ich jetzt schon einstellen auf 135? Ich warte noch, Moment. Nochmal drücken auf den Controller. Ich bin echt voll am Zittern, ey, Leute. Puh. Mach ich das jetzt schon? Ich stelle mal ein. Sicher ist sicher, ich glaube, Schaden kann es nicht. Jetzt müsste er auf 135 Fuß runtergehen. Genau, ich nehme die Nase so ein Stück, glaube ich, hoch. Und was ich machen werde, ich mache es einfach wie JD, wo ich es halt gelernt habe. Ich mache den Autopilot so 100 Fuß ungefähr vor der Landebahn aus und dann übernehme ich selber und hoffe, dass es klappt. Nochmal checken. Räder sind ausgefahren, sehr gut. Ich habe es nämlich auch einmal gehabt, da bin ich ohne Räder gelandet. Wo ich das einmal testen wollte, da bin ich ohne Räder gelandet, habe mich gewundert, was ist das für ein Geräusch? Also dieses, dass er so lang schleift am Boden. Ziemlich dumm, sowas kann auch nur Brandfernsehen passieren. Boah, ich werde immer aufgeregt da, Leute. Ich stelle mich mal kurz hin. Alter. Leute, das ist, glaube ich, nicht normal, dass man dann so aufgeregt ist. Bitte lass es klappen. Bitte lass es klappen. 1000. 1000. Ich sag jetzt mal gar nichts. Ich muss mich konzentrieren. Wie gesagt, so bei 100, 200 Fuß ungefähr mache ich den Autopiloten aus. Ach, jetzt zeigt er mir auch endlich die Dinger an, wo ich durchfliegen soll, um vernünftig zu landen. Danke Spiel, dass das jetzt erst kommt. Aber wir sind gerade ausgerichtet. Sehr gut. Ich hatte ja gerade eben Angst, dass es nicht gerade ist. Die Karte machen wir mal weg. Brauchen wir nicht. Hand schon mal hier beim Autopiloten hin. Den mache ich dann gleich aus. Ich muss die Nase auf 5 Grad ziehen, wenn wir 50 Fuß noch über dem Boden sind und dann den Schub wegnehmen. So habe ich es gelernt. Ich hoffe, es stimmt. 500. 400. 300. Es hat geklappt. Leute, es hat geklappt. Oh, ich bin gelandet. Geil. Und er müsste selber jetzt eigentlich abbremsen. Machen wir nochmal eben hier kurz Fenster. Ja gut, da sieht man jetzt ja gar nichts. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Nein, Karte wollte ich gar nicht. Bremst der überhaupt? Doch, der wird langsamer. Ich mache mal eben Wetter. Erstmal guten Abend, Leute. Erstmal mache ich jetzt mal eben wieder Tag. So, damit es ein bisschen heller ist. Zack. Dann machen wir einmal die Anti-Eis-Kanne alles aus. Und wir machen dann auch einmal eben die, wo haben wir die? Seatbell. Zack. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Dürft wieder aufstehen, so meine ich das. Herzlich willkommen in Göteborg. Landwetter. Wir sind gelandet. Wie kriege ich dann die Klappen hier zu? Wir sollten jetzt natürlich nochmal eben anfordern, dass wir zum Gate fahren dürfen. Bodendienste war das, meine ich. Oh nee, das war... Ach, ich muss ja erstmal... Erstmal muss ich den Sender wechseln auf Landwetter. Hat das jetzt gemacht? Rollen zur Parkposition anfordern. So, hat er erlaubt.
Vollfreigabe bestätigen. So. Ich weiß nicht, warum die Klappen nicht zugehen. Ich meine, ach, man muss den, glaube ich, komplett zurückdrehen. Kann das sein? Nee, dann fährt er rückwärts. Oh, das ist verkehrt. Ich hoffe mal, dass die Geschwindigkeit so reicht zum Vorwärtsfahren, dass wir da zum Dings hinkommen. Ist denn die Bremse überhaupt raus? Der fährt überhaupt gar nicht. Das ist so ein bisschen das, was ich auch noch nicht verstanden habe. Wie muss man das einstellen, damit man die richtige Geschwindigkeit zum Rollen auf dem Boden hat? Weiß das jemand? Das ist ein bisschen langsam, glaube ich. Ich stelle das mal bis zum R fast ein. Wir rollen auf jeden Fall, das ist schon mal sehr gut. Aber das dauert ja für voll. Aber kann mir das mal jemand erklären von den Leuten, die sich auskennen? Wie kriegt man die Klappen hier wieder eingefahren? Ich verstehe das nicht. Was muss ich denn machen? Das ist auf jeden Fall nicht richtig. So, machen wir nochmal ein bisschen Kamera an. Na, willkommen in Göteborg, Schweden. Sehr geil. Huch, die Kamera wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte eigentlich auf Cockpit umschalten. Kann das sein, dass er mal schneller wird? Na gut, das ist natürlich jetzt echt ein bisschen langweilig. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich fahre jetzt den Weg nicht selber. Ich cheate jetzt mal ein bisschen, wenn das denn funktioniert. Wo haben wir es? KI-Steuerung. Das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd. Er rollt auf jeden Fall weiter. Sehr gut. Also, ich mache jetzt gar nichts. Es tut mir leid, Leute. Ich muss das halt alles noch üben. Aber sehr gut, dass wir... Die Klappen sind immer noch nicht zu. Sehr gut, dass wir jetzt rollen hier am Boden. In Göteborg. Ich freue mich so, dass es mit dem Landen geklappt hat. Ihr glaubt das gar nicht. Mein zweiter Flug, also mein erster Flug, nachdem ich mir das Tutorial angeschaut habe und jetzt halt außerhalb der Tutorial-Landestrecke geflogen bin. Sehr geil. Wie hat's euch gefallen? Lasst mal gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen. Wie gesagt, ich bin ein totaler Anfänger. Ich kenne mich da noch überhaupt gar nicht mit aus, so richtig, mit dem Fliegen. Aber es hat auf jeden Fall geklappt. Mega geil. Da sehen wir die Landebahn, wo wir gelandet sind. Cockpit. Ich mach nochmal extern an. Ja, fragt mich wirklich nicht, wie man die Dinger ausmacht. Ich würde mich sehr... Also, wer das weiß, bitte schreibt es mal in die Kommentare. Also, wie man diese Klappen hier zumacht. Was ich mal währenddessen machen könnte. Ich kann doch sagen, Schaukasten... Nee, das waren die Schaukasten. Es gibt doch noch irgendwie... Außenansicht. Wie ging denn das noch? Man kann doch sagen, dass man weg will von... Hier, freie Kamera. Kamera-Drohne. Genau, die wollte ich haben. Nicht verfolgen... Genau, weil so kann man sich frei bewegen mit der Kamera. Jetzt weiß ich nur, ehrlich gesagt, nicht, wie man das vernünftig macht. Weil ich hätte jetzt mal gerne so ein bisschen Göteborg angeschaut. Da sieht man, wie unsere Lufthansa fährt. Gut, ich mache gleich einen Stopp rein. Das wird, glaube ich, sonst echt zu lang, Leute. Auf jeden Fall mega geil. Wir sind gelandet in Landvetter, Göteborg. Geflogen von Düsseldorf. Und ich habe es alleine geflogen. Ich freue mich so, Leute. Ja, ich weiß nicht, wie das hier mit der Kamera geht. Muss ich die jetzt nach oben, dass ich nach oben und dann so drehen? Ich verstehe das nicht. Das ist wahrscheinlich, liegt das alles im Controller. Das ist alles irgendwie doof. Ich hoffe, dass mein Joystick bald verschickt wird. Ich mache das mal hier ein bisschen in Zeitraffer, würde ich mal so sagen. Bis wir gleich am Gate angekommen sind. So, damit haben wir es auch gleich geschafft. Ich habe mal ein bisschen Zeitraffer gemacht. Ich bedanke mich wirklich herzlich für alle oder an alle, die hier wirklich mit dabei waren. Wie gesagt, mit dem Kanal, die Infos kommen später noch, wie es da weitergeht. Wie gesagt, ich will natürlich nicht nur Flugsimulator bringen, aber so ab und zu habe ich auf jeden Fall Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin halt, wie gesagt, ein Mega-Noob, hat man vielleicht auch gesehen. Ich weiß immer noch nicht, wie die Dinger zugehen, also die Landedinger da, diese Klappen da. Ich bin halt ein Noob. Aber wie gesagt, ich fliege sehr gerne als Passagier und ich freue mich, dass es geklappt hat.
Ich freue mich richtig. Also das glaubt ihr wirklich kaum. So, der Flieger fährt jetzt hier automatisch nochmal rein in das Ding, weil ich habe ja KI an. Zu faul. Aber ich meine, wie gesagt, ich bin froh, dass ich den Flug mit dem normalen Autopiloten hinbekommen habe und da keine KI mehr brauchte, die ja sowieso so gut wie nie richtig funktioniert. Ich hätte ein bisschen später sinken müssen, aber bis hierhin hat es auch schon mal gut funktioniert. So, gleich sind wir auch da. Genau, der muss uns jetzt hier lotsen, der müsste gleich eigentlich uns anzeigen, wenn wir anhalten können. Also er sollte ja automatisch auch anhalten eigentlich. Ich kann das gar nicht so sehen, ne? Mal gucken. Ach, gibt es hier gar nicht so Gates, wo die Dinger ranfahren, wo man halt durchläuft? Also wo man zum Flughafen wieder reinkommt? Ich glaube nicht, man muss wahrscheinlich tatsächlich mit so einem Bus, mit diesen Bussen hier muss man wahrscheinlich fahren. Die nehmen wahrscheinlich das Gepäck und fahren zum Flughafen und du musst wahrscheinlich auch damit zum Flughafen fahren. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, ich glaube hier ist ja nichts, aber wenn ich das so richtig verstehe, sollte das wohl hier der Flughafen alles sein oder hier zumindest irgendwie. Oder fahren diese Wagen da wahrscheinlich hin, hier diese Busse. Genau, es ist ja nicht überall so, dass es so ein Gate gibt, wo man direkt ins Flugzeug steigen kann. So ist es wohl in Landvetter. So, haben wir es jetzt geschafft? Der rollt immer noch. Was ist denn jetzt hier? Ach, guck mal da. Ich glaube, der bringt da nämlich das Gepäck rein. Also langsam sollte das auch mal reichen, oder nicht? Guck mal, da fahren jetzt auch welche lang. Das ist, glaube ich, ein anderer Spieler. So wie das hier aussieht. Jetzt ist aber auch mal gut hier. Wann sind wir denn jetzt mal... Ah, jetzt. Guck. Wir haben es erreicht. Er macht den automatisch aus wegen KI-Steuerung. Ich bin mal gespannt, ob die Klappen jetzt zugehen. Ob der hier irgendwas macht oder ob die jetzt auch aufbleiben. Ich glaube, da tut sich nichts mehr. Na gut, Leute. Dann würde ich mal so sagen, beenden wir es hier mal. Wir sind gelandet. Ach, Logbuch. Wie lange sind wir geflogen? 1 Stunde 26. Von EDDL zu ESGG. Mit dem Airbus A320neo. Da sieht man übrigens meine Statistik. Das meiste ist mit KI geflogen. Machen wir nochmal auf weiter. Ach, jetzt gehen die Dinger zu, tatsächlich. Ja, dann fragt mich mal nicht, wieso, weshalb, warum, was er jetzt getan hat, die KI, was ich hätte machen müssen. Hätte ich auch nur Motor ausmachen müssen. Aber das, die gehen doch beim Landen eigentlich schon runter. Naja, keine Ahnung, wir sind da, wir sind sicher gelandet. Dann wünsche ich nun einen schönen Aufenthalt hier in Schweden, Göteborg. Wir machen noch einmal die... Oh, das ist ruhig. Mal links sieht man gar nichts, rechts. Ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Mitfliegen. Und ich wünsche einen schönen Aufenthalt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Und ja, danke, ich bin happy, es hat geklappt. Dann einen schönen Tag noch und ein frohes neues Jahr nochmal nachträglich. Ich habe es halt ganz vergessen, ey. Ja, danke, ich würde mich mal freuen. Schreibt gerne Kommentare, was ich hätte besser machen können, wie es euch so gefallen hat. Und ja, danke und tschüss.